Internet und YouTube zurück bei Ian West. Hey, stopp, wo ist ich? Was wollen Sie? Ich habe nach Ihnen gesucht. Das sollte mich eigentlich nicht überraschen. Bestimmt ist Evan King jetzt ganz schön wütend. Ich wette, dass er alle Bewohner der Stadt nach mir suchen lässt. Er ist schlimmer als meine Eltern. Tut mir leid, Ian, aber Ihre Eltern sind tot. Glauben Sie denn, ich wüsste das nicht? Glauben Sie, ich wüsste nicht, was ich getan habe? Okay, ich weiß, was Sie getan haben. Eddie hat mir alles erzählt. Dann müssen Sie mich ja für ein Ungeheuer halten. Nee, für ein Psycho. Ian, auch ich kenne den Verlust. Es tut weh, aber dableiben bringt auch nichts. Da ist etwas in mir. Etwas total Krankes. Ich bin ein Mutant. Ein verdammter Freak. Die einzige Person, mit der ich jemals sprechen konnte, war meine Schwester Lucy. Und die ist weg. Absolut gesprengt. Niemand kümmert das einen Scheißdreck, was ich mache und wer ich bin, außer Vance und die Familie. Verstehen Sie das denn nicht? Soll ich ihm den Brief geben? Bestimmt werden Sie Ihre Meinung ändern, oder? Dann bleiben Sie, ich denke, Sie gehören zur Familie. Falls Lucy noch am Leben ist. Ja, aber ich muss den Brief doch abgeben. Hier. Sie vermisst Ihre Familie wirklich sehr und fragt hier drin dauernd nach mir. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte nicht hierher kommen sollen. Ich wette, Lucy fühlt sich genauso. Lucy fühlt gar nichts. Sagen Sie Vance bitte, dass ich meine Entscheidung getroffen habe. Ich werde heim nach Arfu gehen. Hoffentlich sehe ich Sie dort auch. Nein! Ich packe nur schnell meine Sachen zusammen und verabschiede mich. Dann gehe ich. Erfüllt. Ihre Entscheidung mit Edward besprechen. Erfüllt, Ian West. Ich wollte Ihnen noch einmal dafür danken, was Sie für mich getan haben. Mein Verstand ist jetzt nicht mehr so durcheinander wie vorher. Ich glaube, ich sehe zum ersten Mal seit Jahren wieder klar. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Ich habe zwar viel durchgemacht, aber ich glaube, dass ich das verkrafte. Moment, was ist denn jetzt mit dem Hunger? Warte, wir müssen besprechen, was in Arifu passiert ist. Es hilft mir tatsächlich, darüber zu reden. Fragen Sie ruhig. Warum hast du das deinen Eltern angetan? Ich wünschte, ich hätte darauf eine Antwort, wirklich. Ich kann mich nicht mal daran erinnern. Wenn mich der Hunger packt, ist es, als ob ich von einem anderen Wesen kontrolliert werde. Ich sehe, was passiert und kann die Augen nicht schließen. Ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, was genau passiert ist, bevor Vance an die Tür klopfte. Was hat Edward herausgefunden, dass sie... Wie hat er das herausgefunden? Das war ja das Komische. Er hat eine Art sechsten Sinn oder so. Vielleicht haben das alle unsere Art. Als ich zur Familie kam, fühlte ich mich zum ersten Mal in meinem Leben so richtig zu Hause. Oh. So, als ob sie alle meine Brüder und Schwestern wären. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Wieso hast du... Ich weiß auch nicht mehr, wie lange ich am Boden saß und meine toten Eltern anstarrte. Mir war so, als wären es Tage gewesen. Ich hatte Hunger, wollte ihr Fleisch essen. Aber dann schien ein Teil von mir sich zu sträuben. Dann hörte ich draußen plötzlich Rufe und ein Klopfen an der Tür. Ich öffnete sie und es war Vance. Er schien irgendwie genau zu wissen, wie ich mich fühlte. Er nahm mich in den Arm und wir gingen. Ich schaute nicht zurück. Familienwappen? Vance erzählte mir später, dass er mich deckte und der Familie zur gleichen Zeit ermöglichte, sich zu ernähren. Da meine Eltern bereits tot waren, tranken sie ihr Blut und hinterließen das Zeichen auf der Wand. Er wollte nicht, dass Evan mich verdächtigte. Das Seltsame war, dass sie ohnehin in der Stadt auf Jagd nach Nahrung waren. Es ist schon fast so, als ob Vance bereits wusste, was passieren würde. Seltsam. Reden wir über was anderes. Hunger? Fragen Sie. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt? Haben Sie darüber mit Ihren Eltern? Glauben Sie an Vampire? Ich weiß nicht, wirklich nicht. Ich meine, ich bin ja nicht völlig bescheuert. Naja. Ich weiß, dass sie in Geschichten und so vorkommen. Wer weiß, vielleicht hat Vance recht und Vampire waren nur Leute wie wir, die gelernt haben, ihren Hunger zu beherrschen und nur Blut zu trinken. Ich meine, Vampire werden als gefürchtete Monster, nicht als gejagte, kannibalistisch veranlagte Tiere betrachtet. Das ergibt irgendwie Sinn. Das ist richtig. Ich muss los. Ja, tschüss. Ja, super. Und was ist, wenn dich der Hunger wieder überfällt? Dann ist die ganze Ortschaft jetzt wieder am Arsch. Dank mir. Vielleicht wäre es das Beste gewesen, ich lasse dich hier. Wäre die optimalste Lösung gewesen? Oh, keine Ahnung.
Wo ist Eddie? Schläft er noch? Edward! Stopp! Ich nehme an, dass Ihre Unterhaltung mit dem kleinen Ian gut verlaufen ist. Ich bin an den Resultaten Ihrer Unterhaltung ziemlich interessiert. Hat er sich jetzt entschieden? Naja, ist noch diese Sache. Fahren Sie fort, solange Sie dieses Maß an Höflichkeit aufbringen. Vampire können jede Art menschlichen Blutes trinken, sogar aus Blutpaketen. Intelligenz, es muss eine andere Blutquelle geben. Ha, Medizin. Und Intelligenz. Intelligenz habe ich 10. Das klappt sicher. Vor vielen Jahren habe ich überlebt, indem ich frische Blutpakete getrunken habe, die ich mir aus Krankenhausruinen besorgt hatte. Das Problem dabei ist, dass es nur sehr wenige von diesen Blutpaketen gibt. Ah, ich habe gefunden, habe sie selber geschluckt. Welche Vorschläge? Die Leute spenden Blutpakete und sie lassen sie dafür in Ruhe. Sie spenden Blutpakete und als Gegenleistung beschützen sie sie. Und sie verkaufen ihnen Blutpakete und sie lassen die Stadt in Ruhe. Ne, die spenden und bekommen dafür nix. Das ist für den Arsch. Und die lassen die Stadt in Ruhe, bekommt das, da haben alle was davon, oder? Die spenden das und beschützen. Einverstanden. Yeah. Bringen Sie Ihren Vorschlag bitte nach Arafu. Reden Sie mit ihnen und geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sich entschieden haben. Ich danke Ihnen, dass Sie mir gezeigt haben, dass Ihre Art doch vertrauenswürdig sein kann. Aha. Diese Lektion werde ich niemals vergessen. Ich werde dich erinnern. Und was ist mit Ian? Wofür hat er sich entschieden? Ich weiß nicht, ob ausgerechnet ich Ihnen das erzählen sollte. Falls Sie wegen dieser Entscheidung Vergeltungsmaßnahmen der Familie befürchten, sollten Sie wissen, dass ich es Ihnen nie vorhalten würde. Da Ian Sie gebeten hat, für ihn zu sprechen, erachte ich sein Vertrauen als Grund genug, um das, was Sie sagen, als Wahrheit zu akzeptieren. Er sagt Tschüss. Es betrübt mich zutiefst, ein Mitglied meiner Herde zu verlieren, aber ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Jo. Ich hatte lediglich versucht, ihn zu führen. Wie es scheint, liegt diese Verantwortung jetzt bei Ihnen. Nein. Ich hoffe, Sie werden mehr Erfolg haben. Bitte nehmen Sie das hier. Betrachten Sie es als Entschuldigung für die Qualen, die Sie auf sich nehmen mussten, um den Ort hier zu finden. Tschüss, Mensch. Unsere gemeinsame Zeit war recht lehrreich. Was soll ein Schlafzimmerblick? Diagramm, Rösti. Was? Was Diagramm, Rösti? Habe ich das nicht in New Vegas einfach so gehabt? Ein Rösti? Wo zum Henker ist dieses Diagramm? Wo sind Diagramme? Hilfe, sonstiges? Sorry, ach, der Glückskugel, Notizen. Aha! Motorrad, Benzintank, Zündflamme, Rasenmäher mit dem Motorrad. Schlitzen und verbrennen. Okay. Das merke ich mir nie. Das Kennwort ist das. Oh, Beutehinweis. Öffentliche Bekanntmachung an alle Regulatoren, die sich als rechtmäßiger Kopfgeldjäger in Ödland oder im Ödland der Hauptstadt verdingen. Hiermit wird bekannt gegeben, dass auf die folgende Person ein Kopfgeld in Höhe von 1000 Kronkorken oder vergleichbares Entgelt in Form auf angewendeter Geräte und oder medizinische Kosten ausgesetzt wird. Die Kopfgeldausschreibung erfolgt wegen Verbrechen gegen die braven Bürger des Ödlands, der Hauptstadt und der näheren Umgebung. Name, ein Quantum Pro. Weiß, männlich. Naja, zum Teil. Die gesuchte Person gilt als bewaffnet und äußerst gefährlich. Extrem. Aber eigentlich. Zur Gefangennahme wird nicht geraten. Super, das Kopfgeld wird bei Nachweis des Todes Kopf ausbezahlt. Bereiten wir diesem Teufel ein für alle Mal ein gebührendes. Super. Zuckerbaum, okay. So, warte nun. Zurück nach Ding oder? Evan King. Oh Mann, den ganzen Weg hier zurück. Oh no. Wieder zum Ruhm zu führen. Es
Zu spät. Bitte nehmen Sie uns Ihren nicht weg, sagt er. Ihren wollte gehen. Vielleicht war es nicht die beste Entscheidung. Vielleicht hätte ich ihn hier lassen sollen. Bei der Familie, wo er sich wohlfühlt. Wahrscheinlich wäre das das Optimale gewesen. Oh, Mann. Es tut mir leid. Oh, der hat sich wirklich unter Kontrolle und alles wird gut. Robbie? Ah, wieder hier. Ah. Was gibt's? Nichts. Ich hoffe, du hast keine neuen Minen ausgestellt, weil sonst gibt's Explosions. Machst du das die ganze Zeit? Das ist nur ein Deckel. Oh Mann. Ich schaue jetzt die ganze Zeit hin. Und einmal werde ich noch rumschauen und BOOM! Alle werden mich wieder auslachen. Au! So wie das hier. Verdammt. Das gibt Points. Zwei ganze Points. What the Jesus? Goodbye, baby. Aha, na das war super. Hauptsache das Tor geöffnet. Hauptsache... Oh, oh! Haha! Yes! Das Ödland der Hauptstadt. Okay, zurück zu Evan King quatschen. Oh mein Gott. Was war das? What the... Okay, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. YouTube, macht's gut. Tschüss.